So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn ich habe ja gesagt, ich habe drei Pakete bekommen. Das ist das zweite Paket jetzt, was wir hier haben. Das ist auf jeden Fall mega groß, trotzdem nicht so schwer. Das dritte ist das schwerste und im Prinzip das zweitkleinste. Das hier kommt von Panasiade Handels GmbH. Panasia.de, Panasia.de Handel, Panasia The Handels GmbH, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Da habe ich nämlich auch was gesucht, nachdem das einer vorgeschlagen hat in einem Stream. Wäre cool, wenn ihr mal diese Nudeln testet. Ich habe gesagt, kenne ich nicht, ich kenne nur Samyang. Der hat aber die vorgeschlagen. Dann habe ich danach geguckt, habe eine Seite gefunden, wo man die bestellen kann. Dann habe ich gesehen, da gibt es auch verschiedene Sorten. Und auf dieser Seite habe ich gleichzeitig aber trotzdem auch noch ein Samyang-Produkt erkannt und gesehen, was ich auch mal testen wollte und noch nicht getestet habe. Deswegen habe ich gleich zugeschlagen. Da musste man eben für 50 Euro bestellen, damit die da überhaupt liefern und überhaupt irgendwas machen. Obwohl 50 Euro stimmt gar nicht, ich glaube 25 Euro. Das ist nämlich auf jeden Fall viel günstiger gewesen. Beim letzten Mal haben wir ja diese drei Nudelbecher mit den Debug Ghost Pepper Rahmen mit 1 Million Scoville gehabt. Und hier habt ihr jetzt genau das Gegenteil, Adi Schatz. Erstmal das, was ich gefunden habe. Das habe ich schon ewig auf meiner Wunschliste im Amazon. Wir kennen ja alle die Samyang Bulldog Carbonara Nudeln, die alle so toll finden und lieben. Und das hier sind diese Hot Chicken Flavor Topoki, also diese Reiskuchen, was hier aussieht wie Würstchen. Das fand ich relativ günstig, denn so ein Ding hat nur 3 Euro gekostet. Wo ich sonst sehe, wenn es ein Dreierpack bei Amazon gibt, ihr da bei 15 bis 30 Euro liegt. Das ist auch mega groß. Die Schale sieht auch richtig cool aus, wie ich finde. Die würde ich mir auf jeden Fall aufheben. Und damit ich auf den Bestellwert komme, habe ich insgesamt also 3 Stück von diesen Töpfen Topoki Reiskuchen Samyang Bulldog Carbonara Töpfen genommen. Die habe ich noch nicht probiert. Jetzt haben wir hier 3 Töpfe davon, wie ihr seht. 3-mal Samyang Bulldog Carbonara Reistopf Töpfe Dings. Dann, was ist noch drin? Wir haben noch, das ist jetzt nicht so spektakulär, eine Packung Nongshim Kimchi Nudeln. Kimchi ist ja eigentlich dieser China-Kohl, dieser vergorene China-Kohl, irgendwas. Habe ich gesehen, ist auch ein 5er-Pack, fand ich interessant. Hat, glaube ich, auch nur 5 Euro noch was gekostet, so ein 5er-Pack. Erinnert ein bisschen natürlich an diese super Samyang-Nudeln. Ich denke mal, die werden nicht so scharf sein wie Samyang. Vielleicht sind die auch gar nicht scharf, vielleicht sind die einfach nur köstlich. Habe ich mir gleich mal mitbestellt, hat mich angesprochen, diese Verpackung. Die werden wir auch natürlich testen, die Nongshim Shin Kimchi Nudeln im 5er-Pack. Waren recht günstig, habe ich also mitgenommen. Und jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen, weshalb ich überhaupt bestellen soll. Das hieß nämlich, Ramses, teste doch mal die Paldo Nudeln. Paldo. Und hier habt ihr Paldo. Statt Samyang steht da Paldo drauf. Korean Original Nudel Series Mr. Kimchi. Das ist nicht Mr. Proper, das ist Mr. Kimchi. Und der hat hier diese super Stir-Fry Kimchi Rahmen, die auf jeden Fall auch sehr lecker aussehen und sehr genial. Problem bei denen ist, das ist nur ein 4er-Pack. Bei Samyang sind wenigstens 5 drin. Das ist nur ein 4er-Pack. Und das ist wahrscheinlich das Original Kimchi Rahmen von Paldo. Ich habe nämlich auch keine anderen gefunden, außer die. Und die scharfen, die richtig scharfen, brutalen. Und die richtig scharfen, brutalen, die sollten wir ja eigentlich mal testen. Und die kommen jetzt. Das sind nämlich diese. Auch von der Firma Paldo. That's crazy hot, hot spicy. Guckt euch den Truthahn an, also den Goggle. Volcano Chicken Nudel. Und wenn das nicht ein Abklatsch von Samyang ist, dann weiß ich auch nicht. Da sind auch wieder 4 Packungen drin, glaube ich. Steht hier nirgendwo dran.
1, 2, 3, 4, ja. Also, Samyang-Nudeln, immer mit diesem kleinen Hühnchen vorne drauf, mit dem Baby-Küken. Die Paldo-Volcano-Nudeln mit diesem ausgereiften Goggle mit dem roten Kopf. Die sollte ich also testen. Und weil ich die testen sollte, habe ich mir nicht nur gleich ein Pack davon bestellt, sondern auch gleich davon, um die zu testen. Dann natürlich noch die Kimchi dazu, weil die relativ günstig waren. Und einfach auch so ein ganzer Beutel. Und dreimal diese leckeren, hoffe ich leckeren. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie überhaupt die Samyang Carbonara geschmeckt haben. Deswegen nochmal Samyang Bulldog Carbonara. Fand ich sehr cool, dass ich diese Seite gefunden habe. Wenn das alles schmeckt, kann man da ja öfters mal bestellen. Dann habe ich sogar noch eine andere Seite gefunden. Da kostet ein 5er Pack Samyang Too Spicy angeblich nur 1,13 Euro. Das kann nicht sein. Es steht aber tausendmal so drin. 5er Pack. Ein 5er-Pack, der Kilopreis auch 1 Euro noch was. Daneben eine einzelne für 1 noch was, wo der Kilopreis fast 10 Euro ist. Wer kauft dann einzeln, wenn ein 5er-Pack einfach weniger kostet? Ja, gut, Adi. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Kennt ihr Paldo-Nudeln? Kennt ihr die Firma Paldo? Habt ihr die schon mal probiert? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ihr sagt, yo, die sind auch richtig genial, die kannst du vergleichen mit Samyang. Ich weiß jetzt nicht, was schärfer ist. Ob das so ist wie die normalen schwarzen Samyang oder ob das so ist wie die Too Spicy. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Paldo Volcano Chicken Noodle, that's crazy hot, hot spicy. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.